du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Fallout 4 DLC. Ja, ich dachte mir einfach mal in diesem Portal mal ein bisschen mal den Süden hier erobern. Da war ich noch überhaupt nicht gewesen und wir haben hier noch eine kleine Siedlung, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob wir das Ding überhaupt erobern können oder so. Jedenfalls, irgendwas war dort gewesen und ich glaube, ich werde erstmal hier so ein kleines Pünktlein vergeben. Wir haben ein Level abgehabt. Hier, damit werden wir jetzt kein Problem mehr mit Power-Rüstungen haben. Wir gehen jetzt hier den Weg entlang und kommen jetzt einfach mal hier hin und werden uns das hier auch mal angucken, weil ich glaube, hier waren noch andere Locations gewesen, wenn mich alles täuscht. Egal, jetzt kümmern wir uns erstmal um den kompletten Süden. Da ist die Wim-Fabrik und dieses wunderschöne Bild. Ich finde, es sieht mega cool aus. Weil jetzt gegen Nuka Girl, okay, die trägt hautenges Latex. Latex ist was Geiles, ne, aber die haben sich auch mächtig Mühe dabei gegeben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, ich gehe mal kurz vom Weg ab. Hallo? Oh, nachladen. Hallo, jemand hier? Traut euch, kommt zu mir und legt sich mit mir an. Ich schmeiß euch so die Prügel raus, dass er nie wieder aufsteht. Schutzmittel, hier ist einfach mal liegen hier. Hier ist niemand. Hallo? Hier war ich noch gar nicht gewesen. Das sieht hier ziemlich unheimlich aus. Hallo? Ach verdammt, da war ich doch schon mal gewesen. In irgendein. Das muss Part 3 oder so gewesen sein. Doch, da war ich schon mal. Okay. Ich korrigiere meine Aussage und nehme jetzt mal den ganzen Plünder wieder mit, den ich da abgeworfen habe. Der Kreis schließt sich wieder. Gut, ich nehme alles zurück. Ja, hier war ich schon mal gewesen, Part 3 oder so. Ja, ja. Da klingelt was. Oh, dich habe ich beim letzten Mal gar nicht mitgenommen, Gewehr. Hallo? Ich sehe einen Ghoul. Jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle. Okay, waren doch alle. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ey, Kumpel, siehst ziemlich tot aus. Alles gut? Egal, ich muss kurz da rein. Ich habe noch was liegen gelassen. Oder lag hier noch was rum? Ja, hier gab es noch Zeug. Ja, die Dokumente werden immer mitgenommen. Da freut sich an die Bruderschaft drüber. Meins. Meins. Ja, hallo. Irgendjemand hier? Außer du? Du bist tot. Bleib liegen. Hallo. Jemand hier, der spielen möchte? Warum, was haben die mit diesen blöden radioaktiven Fässern, ey? Aber gut. Ja, Mafia. Natürlich gab das ja vor dem Fall der Bomben. Mafia, der auf illegale Art und Weise das Zeug dann hier verschwinden lassen wollte. Also von der Regierung bezahlt worden. Man kennt's. Och. Wim. Du siehst ziemlich tot aus. Du auch. Hallo, noch jemand hier? Scheiße, wie kann ich meine Knarre gerade nicht ziehen? Jetzt kann ich wieder ziehen, okay. Habe gerade ein bisschen Panik ab, weil ich mein Ding nicht ziehen konnte. Oh, Matschepampe. Komm her, Matschepampe. Oh. Solid, ich gehe zurück. Mit Waffen. Jetzt, so, warte mal, da lag noch eine Kiste, warte mal. Da war eine Kiste, die will ich noch haben. Gib mal her. Hallo, was ist da drin, ne? Sprengstoff. Aber ein Sprengstoff mangelt mir auch nicht. Nö, ich habe ja mehr als genug hier. Aber ich kann ja trotzdem mal ein bisschen anderen Sprengstoff hier mitverwenden. Was haben wir hier noch? Cocktail. Für ein paar Dinger kann ich auch noch mitverwenden hier. Also, zack. Nuka kann das aber auch. Also, wir haben hier eine Menge Zeug auf jeden Fall hier.
Mehr den Cocktail, den packen wir da unten hin. Plasma packen wir dann da oben hin. So. Läuft doch. Ab wieder auf die Straße. 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 Ich habe gerade das Gefühl, ich bin ein bisschen abgekommen von der Straße. Straße. Plastikschale ohne Inhalt. Ein Bügeleisen. Lampe. So, hier ist die Straße wieder. Sehr gut. Punkt in der Straße. Wir gehen jetzt immer weiter der Straße entlang. Hä? Das ist die Straße oder was? Wo zum Geier ist das eine Straße? Ach, hier war ich schon drin gewesen. Okay. Das sieht für mich mehr aus wie eine Straße. Nicht, dass es die Map da anzeigt. Hallo? Sieht alles total tot aus. Straße entlang ist der Hans von meinem Dödel. Mein Löwenzahn tanzt Samba. Kupfer, gib her. Aha. Whiskey River, take my mind. Gib her. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Street life. Nana, it's the only way I know. Street life. Meins. Meins. Oh, ein offener Safe. Gib mal her, da bediene ich mich doch gerne. Könnte ich mich hinsetzen und dir eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich will nur ein bisschen gucken, haben wir hier noch irgendwas? Das sieht interessant aus. Warum brennt überhaupt noch Licht? Ich wusste es, ich bin nicht alleine. Stirb, Abschaum! Riesenvieh habe ich ja gerade gekillt. Oh, Mist. Da. Okay, stirb. Diese kleinen Viecher von den Großen dürfen da nicht weit überleben. Wim! Boah, da gibt's Zeug. Danke. Street life. It's the only way I know. Street life. Ach, hier gibt's noch einen Ort. Okay, da gehen wir gleich mal hin. Ich will nur kurz da drüben gucken. Street life. Das ist nur mit der Kochplatte in der Ecke gemacht. Ich dachte bestimmt, dass sie dort vor der Atomexplosion sicher ist. So könnte ich mir das zumindest gut vorstellen. Wir kommen eine Runde pennen. Saufen. Da oben gab's Zeug. Moment, ich muss kurz da hoch. Moment. Genau, Frau in der Küche, Mann am Fernseher. Normal. So, hoch da. Ich muss mal hoch, Ich will noch mal kurz da gucken gehen. Ja, hier ist noch bei der Werkstatt, aber hier gibt's nichts Spezielles. Schade. Wollte bestimmt so einen Automaten von Nuka-Cola knacken, um an das Geld ranzukommen. Oder an die Getränke. Meins. Street life. It's dir. Oh, yeah. Ein Waisenhaus. Ich
Ich glaube, hier war ich noch nie drinne gewesen. Wir gucken mal. Oh, doch, auf das Gule, doch, doch, da klingelt eine Glocke bei mir, doch, doch. Matschepampe, ja. Warte, warte. Hier wieder fertig plündern, so. Man muss bedenken, die ganzen Babys sind jetzt alle tot. Der lebt noch. Stirb! Das sagt mir, ich bin jetzt gerade in Gefahr. Ja, hier ganz in der Nähe, ich höre irgendwas. Über mir, ja, ich höre es. Ah, so ein Vieh, Moment. Da brauche ich ja die härteren Kaliber. Gute Nacht. Und du lebst gar nicht mehr. Schade. Aber ist das Waisenhaus hier so ein wichtiger Ort, dass man das direkt hier als Location dann namentlich erwähnen muss? Ich frage für einen Freund. Reloading. Splitmine angelegt, genau. Hier war ich jetzt weiter. Schade, sieht mir jetzt nicht so nach einer krassen Location aus, also. Ist halt mehr so ein Lost Place wie die anderen halt auch, ne? Jetzt haben sich keine Kinder irgendwie versteckt oder so. Was haben wir denn da? Boah, das schreibe ich nicht so. Das sieht schon irgendwie interessant aus. Gibt's hier irgendwas? Nee, oder? Okay, das sein können. Nee, du, dann gehen wir dann hier straight hier drüben weiter. Wir arbeiten uns von oben nach unten dann da durch. Das ist der Bus fürs Waisenhaus, für den Waisenhaus-Dings. Streetlife. It's the only way. Leute, hört mal auf, mich gerade zu verstrahlen. Streetlife. Er hört bald auf, kriegt ja gleich einen Stresspustel. Jetzt lass ihn doch mal ausreden, du Adler. Ne, so geht's nämlich auch. Ach, stimmt ja. Irgendwas wegen Strom, da klingelt er. Oh, scheiße. Alter. Okay, ich bin nicht allein. Hier sind eine Menge Viehzuviecher. Hallo. Das funktioniert nicht. Mann. Ja, irgendwas wegen Strom war hier gewesen. Das ist hier Nummer 3. Vorsicht sein, hier lauert überall Gefahr. Hallo? Kaninchen, das lasse ich mal in Ruhe. Kommt raus, wo mich auch steckt. Hallo, mein kleines Pferdchen, willst du mitkommen? Ach, guck mal hier, das ist das Häuschen. Okay, gut, ja, hier werden mir alle Stromdinge angezeigt. Okay.
aufhören. Also hier, hier und hier haben wir. Okay. Weil ich weiß nicht, was Peter den ganzen Strom hergestellt haben. Ich weiß nicht, ob wir dann die Insel bekommen oder ob wir dann nur einen Trostpreis bekommen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ventilator. Gut, wir haben jetzt die Kochstätte. Können wir erstmal hier ein bisschen Gedönse ablagern. Weil wir haben schon... Oh Gott, wir waren fast überlastet gewesen. Guck mal an. Mensch, ein Glück stand hier das Ding rum. Komm schon, ich muss ganz vergessen mal zwischenlagern. Weil dann ist es hier sicher, dann ist es hier sicher. So, Waffen, ein paar Waffen habe ich auch noch. Eine Harpunenkanone, ja gut, die wiegt ein bisschen was. Kleidung hier, Metal, Leute. Das behalten wir. So. Hallo? Viecher gesichtet? Legendär sogar. Oh, cool. Bist du wütend? Bist du in die Mine reingelaufen, ja? Na, du Köter. Oh, scheiße. Grauer Wolf. Oh, nukleares Material, Gepär. Lecker. Das schmeckt mir. Und jetzt noch ein Wasser hinterher. Aufbereitetes Wasser, yeah. Wer will noch, wer will noch? Ich habe für euch alle eine Kugel. Hey, du, nimmst du mich mit? Aber klar, boah, mit Schädel. Ich nehme dich gerne mit. Heiße Flaschen. Die kann ich dann wieder befüllen. Aschbecher. Da ist nichts. Da auch nicht. Da ebenso wenig. Oh, hier, hier ist was. Technische Dokumente auch noch. Lass ich mir gut bezahlen, dann zeig ich mal. Ja, stimmt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch gerne selber durchlesen. Die ganzen Dinger. Ja, auch wieder pausieren. Könnt ihr es euch selber durchlesen. Wir laufen hier mal straight bei den Inseln lang. Ja, hier ist das nächste Ding. Ich höre was. Wo rennst du hin, du Lümmel? Ich sehe dich. Dich sehe ich auch. Was haben die gedacht, wie das Ganze hier ausgehen wird. Natürlich erschieße ich die, also. Dann hört's ja mal auf. Diese Unterbrechung funktioniert nicht, ja, ja. Ach, stimmt, ich muss den ganzen Scheiß reparieren, genau. Wahrnehmung 6, wie viel Wahrnehmung haben wir denn? 2, 3, 4, 5. Das wäre jetzt nicht so gut. 5. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber ich habe doch, wegen meiner Brille bekomme ich doch einen Bonus. Wahrnehmung 7 habe ich insgesamt. Okay, dann passt das. Sehr schön, das müsste eigentlich funktionieren. Hahaha! Und Strom! Junge, Junge, Junge. Okay, gut, ich muss die ganzen Dinge reparieren. Gut, dann kann ich ja nochmal zu den anderen Dingen zurückgehen. Beziehungsweise, ich laufe hier mal lang. Schlinger Vielfraß. Ja, die Viecher sind so eklig, dass sie auf Bäume klettern. Traut euch, kommt zu mir, legt euch mit mir an. Ich schmeiß euch so die Prügel raus.
dass er nie wieder aufsteht. Hallo? Warte mal, Notiz. Immer ja, könnt's gerne pausieren, so wollte ich lesen. Oh, Cranberries. Okay, war ein Teerbeere. Zählt. Das ist das nächste Stromding. Wir gehen aber hier hin. Geld. Ich liebe Geld. Geld ist geil. Hallo. It's the only way I know. Ja, hier kann man es reparieren. Okay. Wir haben höhere Intelligenz. Wir haben da, glaube ich, eine Intelligenz von neu. Neu verkabeln. Erfolgreich. Und Strom. Eins hit noch. Das, wo wir am Anfang komplett vorbeigelaufen sind. Na, kein Problem. Wir gehen natürlich hin. Oh ja, ich sehe schon Viecher. Wir haben Bambis von mir erschossen mit vollautomatischen Waffen. Sehr geil. Meins. Ich war am Anfang im Süden auf der Map gewesen. Da können wir nochmal hingehen. Also hier so den Bereich irgendwo, da sind wir auf die Insel gekommen. Also. Da gehen wir noch mal hin und gucken uns das mal genauer an. Boah, ich war Scheintier. Ich sehe dich. Boom, Schakalaka. Boah, die Viecher sind so abgrundtief hässlich hier. Da brauche ich den Schlüssel. Wo kriegen wir den Schlüssel dafür her? Das wäre jetzt sehr interessant. Hallo? Eine einsame Insel. Wird hier nicht markiert. Wir gehen mal drüben hin. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwo überhaupt hin können, aber... Ich glaube, wir können das sogar hin. Über den Koffer gib mal her. Ja. Impuls mir. Ich habe meine Pulse hier unter Kontrolle. Meine Güte. Radioaktive Fässer, aber an sich gibt es hier nichts weiter. Da geht es zum Festland. In Anführungsstrichen. War aber jetzt ja auch nur so eine kleine Insel. Ja, aus dem Weg, Mann. Ich hab's eilig. Lande nach, ich hab den Moment. Höhe! Die generierte Red-Hirschkuh. Kommt die Suppe. Momentchen. Stirb, Abschaum! Irgendwo muss doch der Mann dazu noch stecken. Große Pumpe. Okay, irgendwas sagt mir, wir sind hier auf den richtigen Weg. Wir haben ja sogar noch ein Auto mit einer Brücke. Warte mal. Okay. Wir nehmen das mal. Hier, da wollte ich hin. Ich habe mich kurz erschreckt, aber das ist mir eingefallen. Ja, stimmt, habe ich bereits gekillt. Da war was. Ganz kurz, ich habe mich wirklich ganz kurz erschreckt. Lecker. Da. Stromkreis, wir müssen erstmal reparieren, also. Ah, ja.
Stärke 7, Momentchen. Stärke 10, ja, passt. Hier fällt auf, dass eins der Rohre lose ist, so dass Flüssigkeit austritt. Ja, 7 Stärke, ich mach das, ich biege das Rohr zusammen. Der Saft läuft. Das wollen es, glaube ich, alle, aber ich habe keine Ahnung, was es jetzt bewirkt hat. Ich meine, irgendwas muss ich ja jetzt getan haben. Gemüsestärke, da ist Kleber drin, geil. Können wir mal hier hingehen. Also, wir haben jetzt alle Dinge aktiviert, aber ich habe nicht gesehen, dass sich hier jetzt irgendwas effektiv getan hat. Hallo? It's the only way I know. Nee, nö. Hat sie nichts weiter getan, finde ich ein bisschen schade. Sumpf. Irgendwas muss ich jetzt hier getan haben. Irgendwas. Da, Brücke, genau. Warte mal. War hier, warte mal, war hier in der Brücke nicht nochmal irgendwas gewesen? Ich gucke mal. Nee. Also wir haben jetzt alle Pumpen aktiviert. Es waren ja 3 Stück gewesen. Und die laufen ordentlich. Katschong, katschong, katschong. Licht brennt, aber das brannte ja schon vorher. Jetzt unter uns. Was sollte sich hier jetzt verändern? Jetzt hat sich ja gar nichts verändert. Alles an, aber ich habe kein Feedback erhalten, was ich jetzt verändert haben soll. Hier ist noch Zeug. Nicht verfangen. Ja, wir können doch mal hier da drüben hingehen. Aber mich würde jetzt interessieren, was hat sich jetzt hier verändert? Irgendwas muss ich jetzt hier getan haben. Unten. Hier unten hier muss ich irgendwas getan haben. Ich könnte mal jetzt auf die anderen Inseln hier mal erkunden gehen. Weil jetzt hier wollte ich mich hier einfach nur um den Süden hier kümmern. Hallo? Oh, warte mal, hier klingelt irgendwas. Hier, ich bin... Wo ich hier meinen anderen Durchlauf hatte, meinen Rare-Durchlauf. Hier war irgendein starkes Vieh gewesen, was mich gekillt hatte. Weil ich aufgepasst habe. Irgendwie bin ich hier gestorben an der Stelle. Ja, ja, doch, da klingelt gerade was bei mir. Da klingelt gerade was, und zwar die Alarmglocke, dass ich vorsichtig sein soll. Katschong, katschong, katschong. Ach, war ein Jaugwall gewesen, der mich gekillt hatte. Okay. Oh, fuck. Ich bin noch nicht aus dem Schneider. Okay, es sind viele Jaugwall. Boah. Okay. Alle Glücksbürger ist tot. Aber ich glaube, wenn ich da weitergehe, kommen, glaube ich, noch mehr von den Viechern. Hallo. Ein Schädel. Wie können wir uns an die Wand hängen? Puh, durchatmen, komm schon, durchatmen, durchatmen. Ganz entspannt durchatmen. Hier brennt wieder alles.
Und wer keine Gleitgel kennt, der weiß dann, dass es brennt. Ja, was haben wir da drüben? Da ist nichts weiter. Lappen, Schaufel, Bockknochen liegen hier noch rum. Ah, komisch, den Schädel kann ich nicht einsammeln. Der andere, klar, aber den ja nicht. Obwohl ich ja auch die anderen Teile alle vom Skelett einsammeln konnte. Was ist denn das denn hier? Ich lade nach und hoffe, dass mich nichts angreift. Hallo. Stirb. Und wow. Sehr schön. Ich rotte hier einfach alles aus, was mir über den Weg läuft. Und ich stehe dazu. Da unten war nichts weiter gewesen. Bissige Wolf. Wir haben hier Wölfe. Die versammeln sich schon alle. Ich halte Molly bereit. Ja. Ich lege mal ein bisschen Feuer. Nimm das, Wolfi. Oh. Zu nah dran, da muss ich die Knarre verwenden. Na du, na du. Hallo. Wenn da, wer noch? Donnerwetter, Terpentine. Reloading. Oh yeah, das Skelett hat es richtig gut gelassen. Oh, der Glotze verreckt. Ach, schön. Jo. Wer frisst denn hier Sachen auf dem Klo, Alter? Das ist doch... Bin Gefahr. Oh, ja, ich sehe schon. Hab dich. Sonst noch wer? Ach, ein Durchnahme auch noch. Wow. Gut, ich habe provoziert, dass er kommt. Zählt. Okay, gut, dann gucken wir uns das noch an. Oh, scheiße. Gefahr, Gefahr. Ja, uns sind Angler. Ich hasse Angler. Irgendwo ist noch so eine Kreatur. Puh, komm schon, durchatmen. Vor allem mit Powerrüstung wäre es ja kein Problem bei einem Angler, klar, aber ich trage halt keine Powerrüstung. Hey Kumpel, ja, das ist hier David Hasselhoff und Baywatch. Wir haben eine Waffenwerkbank mitten im Wasser. Ey, ich glaube, jetzt habe ich hier alles gesehen. Die Kamera, provisorische Batterie. Gartenzwerg. Ja, aber das ist doch strategisch nicht sinnvoll, hier unten sich da am Wasser einzurichten. Hier hast du fiese Viecher, die ins Leder wollen. Da hast du die Flut, die da alles wegreißt. Selbst den Schild kann ich mit dem vorherigen nicht mit einsammeln. Was ist denn das? Da haben wir noch jemanden. Ach, Wolfi, willst du noch spielen? Bist du wirklich die ganze Strecke mit der gelaufen? Mein Lokjäger, der ist da drüben. Ja, ja, in der Tat, das ist wirklich so, nur so eine kleine Insel da. Er will noch, hä?
Komm, wir gehen jetzt mal hin und gucken uns das an. Oh, ein Leuchtturm. Leuchtturm, da klingelt doch irgendwas von mir. Leuchtturm, Leuchtturm, da. Wie man sagt, da klingelt das von mir. Irgendwas. Irgendwas klingelt da bei mir gerade. Die Viecher sind so abgrundtief hässlich. Kann ich nicht zum Leuchtturm? In der Tat, ich kann nicht zum Leuchtturm. Okay. Ah, finde ich schade, sah so vielversprechend aus. So, mal gucken, wir haben hier noch eine Insel, die gucken wir uns auch nochmal an. Ja, und ich glaube, dann werden wir uns nochmal hier den Sumpf angucken. Was ist denn das denn hier? Kann nicht sein, dass es da nichts dafür gibt, dass wir alles eingeschaltet haben und dann sich da nichts rührt. Weil ich könnte schon mich irgendwie grob daran erinnern, dass wir noch irgendwas dafür bekommen, wenn wir alles eingeschaltet haben. Ach, guck mal hier. Die tüchtigen kleinen Seefahrerzwerge. Koffer. Warum, das ist ein sauberes Kleid drin, ne? Der Koffer muss ja eigentlich komplett durchnässt sein. Da dürfte es eigentlich keine sauberen Klamotten mehr drin geben. So, wer hat Bock auf Beef, hä? Wütender Nebelkrieger, komm her, du. I see what you borrow me. Hallo? Oh, safe. Der typische Experte, ich knack das Ding, das ist doch kein Ding hier. Meins. Geschafft. Meins. So, ordentlich viel Loading. Schlafsack. Angler unterm Steg gesichtet. Ja, ja. Der denkt, ich wäre blöd. Der denkt, ich wäre blöd. Genau. Tot. Dich sammle ich ein. Da. Ja, da war ich ja schon mal. Ich kann ja die kleinen Kräuterchen noch einsammeln. Ich habe gerade irgendwas gehört. Scheiße, Angler, Angler! Oh, knapp, knapp, knapp. Und ich hasse, ich weiß, ich kann ihn mit wenigen Schüssen One-Hit, also mit wenigen Schüssen erlegen. Aber ich habe trotzdem absolut keinen Bock auf Angler. Das sind wirklich so meine, die unbeliebtesten Gegner für mich, so. Genau, das ist die Wurmfabrik, da gehen wir nicht hin, da waren wir ja schon ein paar Mal gewesen. Sind durstig, okay, wir trinken mal was. So, und dann gehen wir mal zurück, und gucken uns mal um, ob es da irgendwie im Sumpf noch irgendwas gibt. Ob wir da irgendwas bekommen haben, jetzt wo wir hier die ganzen Generatoren eingeknipst haben. Würde mich mal sehr interessieren. Das Ding sieht interessant aus. Oh, okay, okay, okay. Ja, das sieht vielversprechend aus. Stimmt, das ist doch. Stimmt, hier hat sich doch die Familie verkrochen gehabt. War es nicht so gewesen? Ja, der Bunker hat jetzt nicht wirklich geholfen.
Just saying. Tut mir leid, Leute. Ihr seid leider tot und ich plündere jetzt euren Bunker. Patrick Gibson, oh Gott. Ja, und das sind seine Kameraden gewesen, ey. Tut mir leid, Mann, ne? Aber keine Sorge, ich erlöse dich jetzt. Ich erlöse dich von deinen Schmerzen, Kumpel. Du musst nicht mehr länger weiterleiden. Du bist nur eine Matschwitze. Hey, Plinnert. Schädiger Chemikalien-Schutzanzug. Ja, ich sehe schon. Hat absolut nicht weitergeholfen. Oh, warte mal. Ja. Was hieß so? Ja, okay. Scheint so, als ob ich jetzt so den einen Schuppen da jetzt aufschließen kann. Fuck, wir wollen nochmal. Wir haben den Bunker, wir können jetzt da hingehen. Wo waren. Zu viel Beleuchtung. Ich war doch hier irgendwo. Hier Vorratsschuppen, der wird extra markiert, sehr gut. Dann passt es doch, dann gehen wir jetzt mal ganz entspannt hin. Und öffnen da den Schuppen. Ich häng fest. Hier sind zu viele Netze gespannt. Fleißige Angler halt. Waren wir da schon drin? Ja, oder? Ja, doch, da waren wir schon ein paar Mal drin gewesen. Trotzdem ist mir die Klebertrolle beim jeden Mal durchlaufen nicht aufgefallen. Okay. Hallo? Okay, öffne das Ding. Vor allem das Holz ist hier so morsch. Eigentlich. Oh. Was stimmt mit der Textur nicht? Textur in Ordnung. Textur nicht in Ordnung. Bethesda ein bisschen. Bethesda ist sehr geschlummert. Alter, geil. Geil, Alter. Ey, hier hast du so viel Zeug. Das ist geil. Geil. Das ist ein toller Vorrat. Zementsäcke, Zement. Also hier kann ich so viel. Mit kann und werde ich so viel bauen. Das ist geil. Klebern. Gib mal alles her hier, genau. Und noch geiler wäre es natürlich, wenn ich jetzt quasi die Insel jetzt selber zu meinem neuen Hauptquartier machen könnte. Alter, geil. Guck jetzt an, hier ist so viel geiles Zeug, ey. Ja, gib mal alles her. Sie sind überlastet. Nee, ist mir egal, ich nehme jetzt alles mit. Ich will hier alles mitnehmen. Ich will hier die ganzen Vorräte von den Familien mit hier mitnehmen, hier. Es wird jetzt alles mitgenommen. Ah, ist das schön, ist das schön. Einfach alles plündern, alles mitnehmen, ohne Rücksicht auf Verluste. Dünger, nukleares Material wäre auch noch richtig gut. Leder, Zement, Klebeband. Schön. Ja, na, die Familie ist jetzt tot, die brauchen die Vorräte nicht mehr. Ey, ich denke jedes Mal, dass hier gleich irgendein Vieh um die Ecke steht. Ja, eine Notiz, alles klar. Ja, wird ein weiter Weg nach Hause werden. Ein sehr weiter Weg. Scheiße. Okay, ich war ein bisschen zu gierig gewesen, ich merke schon. Okay. Jetzt muss ich es halt klarkommen. Gut, meine Lieben. Ja, ich würde das Video jetzt beenden wollen, weil ihr wollt nicht sehen, wie ich jetzt hardcore überlastet jetzt die ganze Zeit durch die Gegend schleiche. Ich muss sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, meine Freunde. Ciao. Ich bin ein böser Mann auf der Straße, der nie viel umarmt wurde. So, wo ist ein unschuldiges Kind, dem ich Crack verkaufen kann?